Amen. Ja. Einmal Heil raus, bitte. Ja, preis sei Gott. Und wisst ihr was? Ich freue mich darüber, über jede Entwicklung in der Gemeinde. Ich freue mich, dass Gott Menschen aussucht. Aber ich freue mich auch, dass wir heute in die Gegenwart des Herrn kommen dürfen. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam erstmal für unseren Gottesdienst beten. Lasst uns doch mal gemeinsam aufstehen, Herr. Jesus, du allmächtiger Gott, Jesus, Herr. Herr, wir danken dir, Herr. Herr, wir preisen dich, wir erheben dich, Herr. Dir gebührt alle Ehre, Jesus, Herr. Herr, ich bitte dich heute, Jesus, Herr, führe du, Herr, einfach die Leitung, Jesus, Herr. Herr, führe jedes einzelne Wort, was gesprochen wird, Herr. Herr, ich bitte dich, Herr, für den Lobgesang, Herr. Du wohnst und thronst in den Lobgesang, Herr. Da, wo du bist, Jesus, Herr, da muss alle Finsternis weichen, Herr. Herr, denn du bist Christus, du bist unser Gott, Herr. Du bist der Allerhöchste, Herr. Herr, niemand ist so wie du, Herr. Herr, darum bitte ich dich, Herr, segne du heute dein Wort, Herr. Herr, du weißt, was deine Gemeinde braucht, Herr. Du weißt, was gesprochen werden muss. Darum bitte ich dich, Herr, lege du, Herr, dem Bruder deine Worte in seinen Mund, Herr. Herr, dass einfach du zu der Gemeinde redest, Herr. Und alles, Herr, was dich nicht anbeten möchte, Herr, sei es hier bei uns in der Gemeinde, Herr, oder sei es heute vor dem Fernsehapparat, Herr. Herr, da bitte ich dich, Herr, es soll weichen, was dich nicht anbetet, Herr. Denn du bist Christus, Herr. Da, wo du bist, Herr, da hat keine Finsternis Audienz, Herr. Nichts darf hier sein, Herr, was dich nicht anbetet, Herr. Danke für deine Führung und Leitung. In Jesu Namen, Herr. Hab Dank, Herr. Amen. Ja, wie gesagt, ich will euch alle nochmal begrüßen in dem wunderbaren Namen Jesus. Der Name, der über alle anderen Namen steht. Es gibt keinen Namen, der höher ist als Jesus Christus. Es gibt auch keinen anders, der dich besser verstehen tut wie Jesus Christus. Jesus, wie er dich versteht, so verstehen dich manchmal deine engsten Verwandten nicht. Aber er weiß im tiefsten Punkt deines Herzens, wie es da aussieht. Darum, heute, passe auf, mache mit, gebe dich den Herrn hin im Gebet, im Lobpreis. Weißt du, alles, was gesprochen wird, ich bin von überzeugt, dass heute für dich was dabei ist. Ob es zu Hause ihr seid oder wir hier in der Gemeinde. Es ist für einen jeden heute was dabei. Der Tisch ist reichlich gedeckt. Weißt du was? Wir dürfen von dem Tisch des Herrn nehmen. Nehme es und bewahre es in deinen Herzen. Und lass es groß werden. In Jesu Namen. Ha? Der Herr segne euch heute. Amen. Amen. Ja, wie findet ihr das denn, wenn eine Lobpreis hier steht? Ha? Und wisst ihr was? Es tut richtig gut. Es tut richtig gut, wenn ich sehe, dass sie gehorsam sind. Dass sie das tun, was Gott von ihnen will. Ist das nicht schön? Es bringt nichts, was du in der Welt kannst. Es ist wichtig, wenn du das tust, was Gott aus dir macht. Und weißt du, man muss sich nur gebrauchen lassen. Und denn, also ich finde, das, was dabei rausgekommen ist, ist wunderbar. Danke, Jesus, Herr. Danke, du allmächtiger Gott, Herr. Danke. Ich bin wirklich dankbar darüber. Tinehoi, ich möchte einfach nur noch mal beten. Wisst ihr,
Das Vatershaus soll ein Bethaus sein. Ich weiß, es ist warm, aber ich denke, dass wir es nochmal schaffen zu beten. Ha? Ha? Gemeno, leitest du uns im Gebet? Ha? Herr, du bist der Grund, warum wir uns hier versammeln, Jesus Christus, Herr. Herr, du bist der Grund, warum wir hier sind, Herr, und wir wollen dich erheben, Herr. Herr, wir wollen dich anbeten, Jesus Christus, Herr. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr. Herr, und ich danke dir, Herr, dass du in unserer Mitte bist, Herr. Denn du hast uns verheißen, Herr, durch dein Wort und sagst, wo 230 in deinem Namen versammeln, dort bist du mitten unter ihnen, Herr. Und ich danke dir, dass wir auf diese Verheißung stellen dürfen, Jesus Christus, Herr. Dass du hier bist mit deiner Herrlichkeit, Herr. Herr, dass du hier bist, Jesus Christus, Herr. Herr, und dass du durch die Reihen gehst, Herr. Herr, und jedes Herz berührst mit deiner Gegenwart, Herr. Herr, ich danke dir einfach, Herr. Herr, dass wir, Herr, ja, hier sein dürfen, Herr, um von dir zu erwarten, Herr. Dass wir hier sein dürfen, Herr, mit einem Munde dich loben und dich preisen, Jesus Christus, Herr. Dass wir hier sein dürfen und dich bekennen und dich proklamieren, Herr. Dein Name erheben, Jesus Christus, Herr. Der Name, der über alle Namen steht, Herr. Herr, in deinem kein anderer Name ist das Heilige gegeben, außer in deinem Namen, in dem Namen Jesus Christus, Herr. Und den wollen wir ehren, den wollen wir preisen und den wollen wir Lob singen, Herr Jesus Christus, Herr. Weil du es würdig bist, Herr. Du bist es wert, Herr, dass wir dich nur preisen, Herr Jesus Christus, Herr. Du bist es wert, Herr, Herr, dass wir dich anbeten, Herr. Und das wollen wir tun, Herr. Und das wollen wir hier gemeinsam als eine Einheit, Herr, von deinem Thron einfach kommen, Herr, und dir die Ehre geben, Herr Jesus Christus, Herr. Herr, so hab Dank, Herr, dass du die Leitung, Herr, hast, Herr. Und dass alles durch dich gemacht ist, Herr. Herr, und du bist heute noch ein... Herr, du bist ein lebendiger Gott, der heute noch sein Wort durch Zeichen und Wunder bestätigt, Herr. Herr, und ich danke dir einfach, Herr, dass wir dich, Herr, anbeten, Herr, du lebendiger Herr, dreimal heiliger Gott, Herr, in dem Namen Jesus Christus. Amen. Silvio, kannst du weiter beten? Ja, Herr, römischer Vater, ja, danke für den heutigen Tag, Herr. Danke, Herr, auch lebe Krankheit versammelt, weil du Wort, heilige Rat, Jesus Christus, Herr. Mit Wort für keine Stunde, Bauch, Leben, segne keine Stunde, Herr. Und lauter, wenn die Fundünder hier Jesus Christus nach sein, soll weich in deinem wunderbaren Namen, Herr. Und mit Wort helfen, und Lob bei dir, Jesus, Herr. Speise du den Kick, Bauch, Leben, Herr. Tipp dir um Schalom, Leben, Jesus, Herr. Leite du, Lulen, Lulen, Bauch, Leben, Alkaia, den Lobpreisteam, Herr Jesus, Herr. Die werde ich jagen, Jesus, die Weltwesten, du, Lulen, jagen, wie Herr Jesus, Herr. Jagen, Herr, Lulen, Herr, Bauch, Leben, Herr. Die, wenn ich für mich ein Vorbild für Jesus Christus, Herr. Schenke, wenn ich über heilige Sorge, Jesus, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. 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 Ich frage mal, hat jemand ein brennendes Herz für den Herrn? Möchte einer von euch was weitergeben? Hat einer was erlebt mit Christus? Wo er sagt, ich möchte das meinen Geschwistern und ich will ihnen bezeugen, das, was ich mit ihm erlebt habe. Herr segne euch, liebe Geschwister. Ja, sobald die Kamera ist, dann hat man auch ein bisschen Scheu. Gina, hast du was erlebt, Schwester? Ja, ich darf aber auch mal passen. Nein, das geht nicht. Komm bitte her. Ich halte für dich auch das Mikro oder halte es selber. Shalom, Geschwister. Eigentlich wollte ich euch jetzt weitergeben. Ich weiß nicht, ob ihr das letzten Tag mitgekriegt habt in dem Zelt. Ich weiß nicht, ob ihr alle das mitgekriegt habt. Jedenfalls will ich euch mit sagen, dass meine Schwiegertochter ihr Leben Jesus Christus gegeben hat. Und ich bin so froh darüber, dass es vorangeht in meiner Familie. Amen. Amen. Ja, es ist ein großes Ereignis, wenn Menschen ihr Leben Jesus geben. Es ist wunderbar, wenn Menschen einfach zu Christus gehören.
Habt ihr noch eins oder zwei? Habt ihr das? Ja, du darfst. Hallo. Thank you.
Amen, Halleluja. Weißt du, Gott macht Wunder, Halleluja. Er hat immer noch nicht aufgehört. Ich habe letztens gelesen, ich will euch mal so ein bisschen entlasten, dass ihr mal ein bisschen Ruhe habt hier. Also wisst ihr, bevor wir das machen, werden wir ein Opfer heute einnehmen. Und dann lese ich euch das vor. Ja? Ich denke, Gideon, willst du trotzdem das Opfer einnehmen? Du bist zwar jetzt beschäftigt, aber ich denke, ne? So. Du betest erstmal mit uns. Ja, hab einfach Dank, Vater, Herr Jesus, für diesen Gottesdienst, Vater, den wir erleben dürfen, Vater Jesus. Hab Dank, Vater, dass du einfach gegenwärtig bist, Vater Jesus. Dass wir dir einfach dich loben, dich preisen dürfen, Vater. Dass wir deinen Namen einfach proklamieren dürfen, Vater Jesus. Ich will dich einfach bitten, Vater, für dieses Opfer, Vater, was wir jetzt einnehmen dürfen, Vater Jesus. Segne du es, Vater. Segne du einen jeden, der etwas geben kann, Vater, aber auch einen jeden, der nichts geben kann, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ja, liebe Geschwister, ihr wisst, wir machen zwar nicht gerne zu sammeln, aber die monatlichen Kosten kommen auf uns trotzdem drauf zu. Egal wie es ist, ob die Gemeinde geöffnet ist oder geschlossen ist, die monatlichen Kosten, die kommen trotzdem mit hinzu. Ihr wisst, dass sich hier keiner an den Dingen bereichert. Es fließt alles in das Reich Gottes. Ich sage es nur noch mal so, wenn jemand mal nachgucken möchte, Jimeno ist unser Kassenwart, ihr könnt gerne, egal wann, hingehen, zeig uns mal, wie viel haben wir in der Kasse, wie sind die Eingaben, wie sind die Ausnahmen, mag ja möglich sein, aber dann habt ihr die Freiheit und die Offenheit, ihr könnt gerne zu dem Bruder hingehen und er wird euch gerne alles auflisten. Aber ich denke, wir vertrauen ihm, oder? Amen. Amen. Also ich habe hier, das hat man ja schon oft gelesen, die Hochzeit zu Kanaan. Ich möchte nur ein paar Worte, weil ich will ja dem Bruder seine Predigt nicht wegnehmen. Ich will nur mal ein paar Worte. Ich denke, so lange sind wir ja noch nicht dabei, haben ja ein bisschen später angefangen. Das steht im Johannes-Evangelium, 2. Die Hochzeit zu Kanaan. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kanaan in Galiläa. Und die Mutter Jesu war Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen? Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut es. Waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigung der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er sprach zu ihnen: Schöpft nun und bringt es den Speisemeister. Und sie brachten es, als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es.
ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Sieht mal, was Jesus macht, ist gut, Halleluja. Dass der Speisemeister sagt, dass das der bessere Wein ist. Das, was Jesus gemacht hat, ist besser gewesen, wie das alles, was die gemacht haben. Alles, was der Herr getan hat, ist gut, Halleluja. Er hat den Wein gemacht, aber diesen Wein, selbst der Speisemeister sagt, jeder gibt zuerst den schlechteren, den besseren und dann den guten. Aber er hat den guten bis zuletzt. Warum? Weil den guten hat Jesus gemacht. Halleluja. Und weißt du, was mir hier groß geworden ist noch in der Geschichte? Dass die Mutter Jesu sagt, tut das, was er euch sagt. Ich kann es ja nur noch mal vorlesen. Und als es am Wein mangelte, spricht die Mutter Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Seht ihr, dass die Mutter Jesu letztendlich die Menschen zu Jesus hingewiesen hat? Wenn sie das vorher schon könnte, dann hätte sie es doch gemacht, oder? Damals zu Lebzeiten hat sie schon nicht diese Macht gehabt, diese Kraft gehabt. Warum soll sie das jetzt haben? Versteht ihr, liebe Geschwister? Sie ist die Mutter Jesu und ihr gebührt Ehre, wie jeden anderen Menschen auch. Sie ist ein auserwähltes Werkzeug gewesen für den Herrn. Sie war verwendbar, sie war gebrauchbar. Aber diese Wunder konnte sie nicht tun. Aber Jesus konnte sie. Er hat denn aus Wasser Wein gemacht, Halleluja. Und ihr könnt mir glauben, mit alles, was du zu Jesus kommst, er kann dir helfen. Niemand anderes kann dir helfen. Jesus konnte das Geringste schon eine Hilfe geben. Überleg mal, der Wein war alle und er hat Wasser zu Wein gemacht. Das ist doch wirklich, was der Mensch nicht immer benötigt. Aber jetzt kommen wir mit Dingen zu dem Herrn, sei es Krankheit oder andere Dinge, und der Herr nimmt sich unser an. Und sehe, es ist gut, Halleluja. Dass andere sogar sehen, dass es besser ist wie alles andere. Der Herr segne dich, darum rede ich jetzt auf dieser Bibelstelle nicht weiter. Der Herr segne dich und bereite dich vor für das Wort Gottes. Sei offen für das Wort Gottes. Nehme das Wort Gottes auf, als wärst du ein vertrockneter Schwamm. Weil das Wort bringt dich weiter, nichts anderes. Ich denke, dass wir jetzt noch zwei Lieder in der Anbetung singen und danach das Wort Gottes. Ja. Hast du? Ach, ihr wollt zusammen langsam? Nichts auf dieser Welt bedeutet.
Ja, Shalom, liebe Gemeinde. Ich weiß, es ist warm, aber lasst uns die Zeit nehmen, um das Wort Gottes zu betrachten.
Es ist wichtig, einfach zu verstehen und zu hören jetzt, was der Geist Gottes der Gemeinde zu sagen hat. Und ich bitte dich einfach jetzt, auch wenn es warm ist, gib mir ein paar Minuten, dass wir wörtlich vernehmen, was auf meinem Herzen ist, dass wir das als Gemeinde einfach aufnehmen. Und bevor wir anfangen, lass uns einfach zusammen beten. Betet für mich mit, ja, denn ich brauche Christus, ich bin abhängig, ohne ihn geht's nicht. Und das ist gut, so ist das. Deswegen lasst uns ein Gebet einfach jetzt sein, dass der Herr sein Wort austeilt und dass er mich auch gebraucht dazu. Herr, ich danke dir einfach, Herr, dass ich jetzt hier stehen darf, Herr Jesus Christus, Herr, und dass ich dein Wort verkündigen darf, Herr. Herr, ich danke dir, Herr, dass du, Herr, in unserer Mitte bist, Herr Jesus Christus, Herr. Herr, und du weißt, dass ich dich brauche, Herr Jesus Christus, Herr. Herr, und so bitte ich dich einfach, Herr, dass dein Wort in ein jedes Herz gelegt wird, Herr Jesus Christus, Herr. Herr, dass es auf einen fruchtbaren Boden fällt, Herr. Öffne du, Herr, jedes Herz, Herr Jesus Christus, Herr. Geh durch die Reihen, Herr, Geist Gottes, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass ich jetzt hier stehen darf, Herr. Und du sagst, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und diese Freiheit haben wir uns versammelt. Und diese Freiheit möchte ich dein Wort, Herr, predigen, Herr. Dein Name proklamieren, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, Herr, dass du da bist, Herr. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Weißt du, erwartest du Jesus? Amen. Wir erwarten, dass er wiederkommt. Und in dieser Erwartung, wenn wir hier stehen, ist es gut, wenn wir eines tun, Gott die Ehre geben. Gott zu loben, Gott zu preisen für das, was er ist. Er ist der lebendige, mächtige Gott, ist er. Und ich habe ein Thema auf meinem Herzen, ja, was eigentlich uns als Gemeinde auch weiterbringen soll, damit wir verstehen, was auch das bedeutet. Die Schwester Netta war letzte Woche hier und die hatte etwas gesagt. Und das hat mir ja ein bisschen nachzudenken gegeben. Und sie war hier und sagte, wie wichtig es ist, nach vorne zu kommen, Gebet zu empfangen. Wie wichtig es aber ist, es auch Gott anzubeten. Und dass wir einen Durchbruch haben sollten in der Anbetung. Es ist wichtig als Gemeinde und dort, wo du bist, zu Hause, wo du bist, Gott anzubeten. Jetzt frage ich dich, bist du ein wahrer Anbeter, eine wahre Anbeterin? Weißt du, dieses Thema wollen wir heute kurz betrachten. Und weißt du, ich weiß nicht, wie lange der Geist Gottes ja einfach Raum gibt. Ich will einfach ja gehorsam sein, wenn es 20 Minuten sind, 25 Minuten oder 15 Minuten. Wir werden sehen, wie der Geist Gottes es gibt. Wichtig ist, das Thema Anbetung, weißt du, kann man so kräftig ausbauen. Jetzt frage ich euch mal, was bedeutet denn Anbetung? Ruft, sagt doch einfach mit herein, was bedeutet für dich Anbetung? Gott die Ehre zu geben. Noch Jeck? Keiner mehr? Gott groß machen. Ja. Der Name Anbetung sagt es ja schon aus. Man kommt und man betet an. Heumopel. Ja. Mit dem Herrn sprechen ist ein bisschen was anderes. Gott, dazu kommen wir gleich dazu. Anbetung bedeutet, wie es der Name auch sagt, man kommt und betet an. Es bedeutet auch Verehrung. Ich komme und verehre meinen Gott. Ich gebe ihm die Ehre, gebe ich ihm mit was? Mit meinem Sein, mit meinem Leben, mit das, was ich ausspreche. Das, was wir singen, die Lobpreislieder hier, die wir singen, weißt du, das ist Anbetung. Und wir singen es aus tiefstem Herzen, singen wir es, weil wir Gott die Ehre geben wollen. Wir wollen Gott loben, wir wollen ihn preisen, wir wollen ihn anbeten, wollen wir ihn. Und weißt du, es ist wichtig, wenn wir das tun, dass es von Herzen kommt, diese Anbetung. Es ist wichtig, dass wir das ja in unserem Herzen einfach verspüren, Herr, ich will dich anbeten. Und wenn Christus wiederkommt, wir erwarten ihn, weißt du, dann sollten wir sein und Gott anbeten dafür, für das, was er getan hat am Kreuz von Golgatha. Ja? Und Herr, ich danke dir, ich bin voller Dankbarkeit, dass wir dich erwarten, dass du wiederkommst und dass du uns holst, dass wir sein dürfen, wo du bist. Weißt du, es gibt, wir wollen uns heute, wenn wir es schaffen, zwei Punkte der Anbetung anschauen. Der erste Punkt, wir müssen wirklich unterscheiden zwischen Gebet, Fürbitte und was Anbetung bedeutet. Unsere Schwester sagte gerade, wir reden mit Gott. Weißt du, wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott leben, wenn wir mit der Gemeinschaft mit Jesus Christus sind, dann ist es wichtig, im Gebet zu sein. Es bedeutet, reden mit Gott. Stimmt's?
Es bedeutet reden mit Gott. Dann gibt es einmal die vier Bitte, gibt es einmal. Auch dort spricht das Wort Gottes klar und deutlich, dass wir für alle in die vier Bitte gehen sollen. Das Wort beschreibt es auch so. Paulus sagt zu Timotheus, ich ermahne dich, dass du es mit Flehen, lass uns mal das Wort Gottes mal aufschlagen. 1. Timotheus 2, Vers 1. Das Wort Gottes sagt dort, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung, für wem? Für einen Menschen, für zwei Menschen, für unsere Gemeinde nur, für alle Menschen, sagt das Wort Gottes dort. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, die Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Weißt du, das ist das, was das Wort Gottes uns sagt und das ist gut, dass wir im Gebet sind. Wir reden, kommunizieren mit Gott. Wir sind täglich im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott. Weißt du, wenn ich zu Hause bin und ich meine stille Zeit habe, dann möchte ich im Gebet sein. Dann möchte ich mit Gott reden. Ich möchte mit ihm mich austauschen, mit so durch sein Wort. Manchmal schlage ich das Wort Gottes auf und sage, Herr, lehre du mich. Herr, wie kann ich das verstehen? Oder ich bringe meine Dinge vor den Thron Gottes. Oder ich gehe in die Fürbitte für unsere Gemeinde, für unsere Schwestern. Weißt du, dass er uns mit jedem Tag mit der Kraft aus der Höhe ausrüstet. Wir brauchen jeden Tag die Kraft des Heiligen Geistes. Ha? Es ist ganz, ganz wichtig, ist es. Wenn wir im Gebet sind, weißt du, Gott gab damals Hananias einen Auftrag. Wir alle kennen Paulus. Ha? Früher hieß er Saulus. Und er hat eine wahre Begegnung mit Gott gehabt, mit Jesus Christus. Und er ging... Und Ananias hat einen Auftrag bekommen und er sagte zu Ananias, geh zu der Straße, die dir gerade heißt und du wirst dort einen Mann finden namens Saulus von Tarsus. Und siehe, er betet. Und wir wissen, er war ein Pharisäer, wir wissen, dass auch die Pharisäer früher gebetet haben. Aber auf den Punkt hinaus möchte ich kommen, wenn wir eine wahre Begegnung mit Gott haben, ja, verändert es erstens mein komplettes Leben. Und wenn ich diese Begegnung mit Christus erfahren habe, dann möchte ich was sein? Ich möchte im Gebet sein. Ich möchte mit Gott reden. Ich möchte die Gemeinschaft mit Gott haben. Und das hat Saulus erfahren. Und er war im Gebet und Ananias ging hin und er sah dort, dass er gebetet hat, dass er im Gebet war. Weißt du, Gottes Liebe kann dein ganzes Leben verändern. Das sind die Dinge, die wir verstehen müssen. Anbetung ist aber etwas völlig was anderes. Anbetung ist es, dass ich komme und dem Herrn mal alles bringe, was ihm zur Ehre gibt. Ich möchte ihn anbeten vom Herzen. Ich möchte mit meinem Leben ihn anbeten. Ich möchte ihm das geben, was er wert ist. Die Anbetung, die ihm gebührt. Ha? Weißt du, wenn wir in Gebet und der Fürbitte gehen, dann kommen wir und sagen, Herr, tu bitte dieses, tu bitte jenes. Und es ist gut, das Wort Gottes sagt uns ja, wo zwei eins werden und mich bitten, das will ich ihn tun. Ja. Aber die Anbetung ist völlig was anderes. Und weißt du, das ist es, was jetzt die Zeit dran ist, dass die Gemeinde anfängt, Gott anzubeten. Dass die Gemeinde anfängt. Der Herr sagt, ich suche wahre Anbeter, die im Geist und der Wahrheit anbeten, sagt das Wort Gottes. Weißt du, es ist wichtig, dass wir dieses einfach verstehen und unterscheiden einfach, was Gebet, Fürbitte bedeutet, ja, und was es aber bedeutet, in der Anbetung wörtlich zu gehen. Ich war die letzte Zeit jetzt, die letzten paar Tage, ja, da war ich viel unterwegs und es war ein bisschen hektisch die letzten Tage auch und ich habe mit unserem Bruder gesprochen, mein Lito auch, sagte, ich muss in der Ruhe einkehren, muss ich jetzt. Und ich habe mich hingesetzt und fing an zu beten. Und weißt du, mein Herz war erfüllt, einfach Gott die Anbetung darzubringen, einfach ihn anzubeten, seinen Namen groß zu machen. Und weißt du, es fiel mir eine Bibelstelle ein, wo die Jünger sagten, Herr, lehre uns zu beten. Und wie fing Jesus an? Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. Das war der erste Punkt, den er gesagt hatte, dass wir den Namen Gottes hoch erheben, dass wir ihn groß machen, unser Vater im Himmel. Herr, dein Name werde geheiligt und dein Wille geschehe und ich beuge mich so, wie es du es willst. Herr, ich bete dich an. Herr, ich preise deinen heiligen Namen. Und weißt du, ich musste dort in dieser Zeit Gott wörtlich anbeten. Ich musste ihm die Ehre geben. Und weißt du, wir sind dazu gefordert, Gott möchte, dass wir kommen in der Anbetung. Gott möchte, dass wir ihn anbeten. Gott möchte dort, wo du bist, ob du in der Gemeinde bist, ob du es zu Hause ist, Gott möchte, dass wir uns die Zeit nehmen und Gott anbeten. Weißt du,
Wir können Gott anbeten, mit dem Munde bekennen. Eine wahre Anbetung, die aus dem Herzen geboren ist. Und wir können Gott anbeten mit unser ganzes Leben. Ein wohlgefälliges Leben von Gott zu führen einfach. Weißt du, es gibt eine Begebenheit in der Bibel, wo Jesus nach Jerusalem einzieht. Und er zieht ein auf einen Eselsfohlen, sagt das Wort Gottes. Und sie legen alle ihre Kleider dorthin und sie jubeln und sie loben Gott, loben sie. Und die Pharisäer kommen und sagen dann, Meister, sag ihnen, dass sie das nicht tun sollen. Und weißt du, was Jesus sagt? Wenn diese schweigen, so schreien die Steine. Wenn diese schweigen, schreien die Steine. Weißt du, wie groß ist es denn, dass wir Gott anbeten? Wie wichtig ist es denn, dass wir in der Anbetung Gottes einfach sind? Wie wichtig ist es, Gott zu loben und zu preisen? Herr, und ich danke dir für all das, was du getan hast. Herr, ich danke dir für das, was du in meinem Leben getan hast, Herr. Weißt du, Gott hat uns bestimmt dazu, ihn anzubeten. Weißt du das? Ha? Jesaja 43, Vers 7. Kannst du mal die Bibelstelle aufschlagen? Jesaja 43, Vers 7. Da steht etwas ganz Gutes, was hierzu wörtlich gut passt. Das ist Altes Testament, ja. Jesaja 43, Vers 7. Schon einmal. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich geschaffen habe zu meiner Herrlichkeit und zubereitet und gemacht, da fehlt aber noch was. Also, bring her meine Söhne vom Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Gott hat uns geschaffen, um wem die Ehre zu geben? Um ihm die Ehre zu geben. Weißt du, wir sind geschaffen dazu, um ihm die Ehre zu geben, sagt das Wort Gottes. Er hat uns zubereitet und er hat uns gemacht. Die Hoffnung für alle übersetzt es noch ein bisschen besser. Er sagt, denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Jetzt will ich dir was fragen. Hast du Jesus in dein Leben angenommen? Hast du Jesus in dein Leben angenommen? Amen. Wir sehen ja, dass das Wort Gottes zu den damaligen Israeliten, zu den Juden sprach. Aber wenn du Jesus in dein Leben angenommen hast, gehörst du zu dem Volk Gottes, gehörst du. Und weißt du, der Herr sagt, denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie geschaffen zu meiner Ehre. Ja, ich habe sie gemacht. Weißt du, der hat dich bei deinem Namen gerufen. Er sagt, du bist mein. Und wenn Gott dich bei deinem Namen nicht nennt und dich gerufen hast, dann komm und lass uns Gott anbeten. Weißt du, wenn du den Namen Gottes in deinem Herzen trägst, dann komm, lass uns Gott anbeten. Weißt du, wenn du Jesus in deinen Namen, in dein Leben angenommen hast und du ein wahrer Nachfolger bist, dann komm und lass uns Gott anbeten. Weißt du, es ist wichtig, jetzt in der Zeit diese Anbetung einfach groß zu machen, seinen Namen zu verherrlichen. Er sagt in 1. Petrus sogar, ihr seid mein Eigentum, sagt er. Wie kann man das denn nennen? Wie kann man jemand beschreiben? Wie kann man jemand sagen, du bist mein Eigentum? Weißt du, wenn ich im Laden gehe und kaufe irgendwas, dann geht es in mein Eigentum über. Gehe ich in einen Baumarkt rein, kaufe etwas, kaufe mir ein Auto oder etwas, geht es in mein Eigentum rein. Und wie viel mehr hat Gott für dich nicht bezahlt? Wie viel mehr hat Jesus Christus nicht am Kreuz für dich bezahlt? Darum kann er sagen, ihr seid mein Eigentum. Ha? Er hat alles gegeben, hat er. Alles, sein Leben und sein Blut hat er vergossen dort am Kreuz auf Golgatha. Und später dürfen wir zum Tisch kommen und daran gedenken, was er getan hat. Aber weißt du, ich will damit einfach sagen, wir sind zur Ehre Gottes geschaffen. Und die Schöpfung, sie betet den Schöpfer an. Higoyaki, die Schöpfung betet den Schöpfer an. Weißt du, und das ist wichtig zu verstehen, dass wir, die hier zur Ehre Gottes geschaffen worden sind. Und weißt du, das ist mir so groß geworden einfach. Im Alten Testament, da gab es auch glaubende Menschen, die Gott angebetet haben. Und wir wissen, dass das Wort Gottes uns das beschreibt. Und der Herr gab auch genaue Anordnung, wie man diese Anbetung einfach machen sollte. Ihr könnt euch das in 3. Mose alle durchlesen. Das wollen wir jetzt nicht aufschlagen, das wäre einfach zu viel jetzt. Wenn ihr zu Hause seid, in 3. Mose könnt ihr euch das einfach mal durchlesen, wie der Herr diese genaue Anordnung gab, wie zum Beispiel Opfer vorbereitet werden sollte.
ja, wie sie kommen sollte, das Dankopfer dargebracht werden sollte, ja, das Schuldopfer und. Aber weißt du, heute ist es anders. Heute ist es etwas Völliges anders heute. Mit Jesus Christus und seinem einmaligen Opfer ist etwas ganz anderes geworden jetzt. In diesem neuen Bund, in dem wir leben, wir brauchen keine bestimmten Orte mehr dafür. Wir brauchen keine Rituale oder sonstiges dafür, sondern die wahre Anbetung kommt aus deinem Herzen. Die wahre Anbetung kommt aus deinem Herzen. Weißt du, ich bin dankbar dafür, was Gott für mich getan hat. Ich bin dankbar dafür, dass er sein Leben gegeben hat. Ich bin dankbar dafür, dass er für mich ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Ich bin dankbar dafür, dass Jesus sagt, ich komme wieder und werde euch holen, wo ich, und ihr werdet kommen zu mir, wo ich sein werde. Das erfüllt mein Herz mit Anbetung. Das erfüllt mein Herz mit Anbetung. Und ich darf stehen und ich darf meinen Herrn und Heiland anbeten dafür. Für die Dinge, die er mir getan hat, liebes Herz. Wahre Anbetung kommt aus dem Herzen. Weißt du, und jetzt ist der nächste Punkt. Da Jesus am Kreuz gestorben ist, wir haben es schon mal angesprochen, ist der Vorhang von oben nach unten zerrissen. Und jetzt dürfen wir ins Allerheiligste, dürfen wir hineingehen. Wir haben jetzt Zugang. Durch Jesus Christus wurde der Weg zum Vater freigemacht. Und wir dürfen ungehindert jetzt hineingehen. Das Wort sagt uns, wir sind jetzt die königliche Priesterschaft, sind wir jetzt. Ja? Damals im Alten Testament war es so, dass der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen durfte. Aber heute ist es anders. Und wir dürfen kommen und Gott anbeten und Gott die Ehre geben. Ha? Wir alle kennen Jesus und die Samariterin. Ha? Wir kennen die Begebenheit. Und genau heute los, ja? Was war? Jesus ging und er ging zum Jakobsbrunnen und da kam die Samariterin dann. Und jetzt kommt die Stelle, die ich vorhin auch schon erwähnt habe. Und er sagt dort zu der Samariterin, aber es kommt die Zeit, und ich schon jetzt, in der die wahre Anbeter, ha? Wer sind die wahre Anbeter denn? Wer sind die wahre Anbeter? Janelle Kojek? Hi? Wir. Das sind wiedergeborene Christen. Ha? Das Wort Gottes spricht zu wiedergeborenen Christen. Aber es kommt die Zeit, und ist schon jetzt, in der die wahre Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will solche Anbeter haben. Schon nenn doch mal. Liebe Camilla. Er möchte solche Anbeter haben, die im Geist und der Wahrheit angebetet werden. Weißt du, was bedeutet denn, was Gott hier einfach beschreibt in seinem Wort? Weißt du, es gibt Dinge. Es ist wichtig, dass wir verspüren, dass der Geist Gottes einfach hier sind. Ja? Die wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, die haben den Geist Gottes auch empfangen in ihr Leben. Und weißt du, wenn du deinen Mund öffnest, vielleicht hast du das schon selber erlebt, und du weißt manchmal nicht, was du beten sollst, und plötzlich fängst du an und es kommt ein Wort nach dem anderen heraus, und du wirst geführt durch den Geist Gottes, wirst du geführt. Und der Geist Gottes möchte dich in die Anbetung hineinführen. Der Geist Gottes möchte dich in die Anbetung hineinführen, damit Jesus Christus verherrlicht wird, damit sein Name groß gemacht wird. Dazu ist der Geist Gottes auch hier. Und er möchte durch dich Jesus Christus verherrlichen. Er möchte, dass wir unseren Mund öffnen und ihm die Ehre geben und ihm ja einfach lobpreisen. Und dass die wahre Anbetung aus deinem Herzen einfach kommt. Schon immer wichtig, Kabahi. Aber es kommt die Zeit, und sie ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will solche Anbeter haben. Oh Herr Jesus, ich danke dir. Und ich kann es nicht sein lassen, meinen Herrn anzubeten für das, was er Großes getan hat. Das, was er am Kreuz getan hat. Das, was er in meinem Leben getan hat. Ich rühme seinen heiligen Namen. Und weißt du, dass es wichtig ist, dass wir das tun als Gemeinde. Oh Herr, wir proklamieren dich. Herr, wir erheben deinen Namen. Es ist kein anderer Name gegeben hier auf dieser Erde, in dem wir Rettung erfahren sollen, außer in den Namen Jesus Christus. Dort werden wir selig. Dort werden wir Errettung erfahren in unserem Leben, wenn du den Namen Jesus Christus in dein Leben annimmst. Wenn du ihn an deinen persönlichen Retter annimmst, wirst du Errettung für deine Seele erfahren. Wirst du. Könnt ihr noch ein paar Minuten? Lass uns doch mal aufschlagen, Römer 8, Vers 26.
Römer 8, Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Oh, der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit auf. Weißt du, Paulus sagt, ich rühme mich allerliebst in meiner Schwachheit. Warum? Damit die Kraft Christi in mir wohne. Und jetzt geht's weiter. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es dich gebührt. Oh, Jesus. Wir wissen es nicht, was wir beten sollen, wie es dich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Hey, und nicht Gewaltigkeit, Bibelstelle? Dort, wo du nicht weißt, was du beten sollst, tritt der Geist Gottes für dich selber ein und er vertritt dich. Schon immer hat Gewaltigkeit war hier. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Der Herr möchte im Geist und der Wahrheit angebetet werden. Der Geist Gottes ist, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Und weißt du, Jesus Christus, er ist die lebendige Wahrheit. Und wenn du durch den Geist Gottes geführt wirst, dann führt dich der Geist Gottes völlig in die Anbetung hinein, Gott groß zu machen, ihm die Ehre zu geben. Hikobayaki, hast du das in deinem Leben schon erlebt? Ein einziges Amen? Ha? Weißt du, das sind die Dinge, die wir in unser Leben erleben, wenn wir durch den Geist Gottes geführt werden. Dass er uns in die Anbetung Gottes hineinführt. Und weißt du, das ist es. Der Geist Gottes offenbart uns die Größe und die Herrlichkeit über Jesus Christus. Er offenbart uns, wer Jesus Christus wirklich ist. Er lehrt uns durch das Wort Gottes. Und weißt du, er ist hier, um Jesus Christus zu verherrlichen. Jesus sagte selber im Johannesevangelium 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Wer? Der Geist Gottes. Welches Ziel hat der Heilige Geist denn hier? Jesus Christus zu verherrlichen. Jesus Christus zu verherrlichen, dass wir kommen und Gott die Anbetung einfach geben. Dass wir kommen und ja, ihm völlig aus unserem tiefsten Herzen, Herr, ich möchte mich vor dich beugen und ich möchte deinen Namen in meinem Leben groß machen. Weißt du, die Anbetung bedeutet im Griechischen eigentlich proskuneo. Und das bedeutet, auf die Knie zu fallen. Es bedeutet, sich vor Gott niederzuwerfen. Es bedeutet, sich ja vor Gott zu beugen. Weißt du, denn er ist es doch wert, Hikonichaki. Er hat doch alles vollbracht. Ja? Und wenn er alles vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, wem gebührt die Ehre dann? Jesus Christus. Und wenn ich das erkannt habe in meinem Leben, dann ist es automatisch, dass ich die Anbetung Gott einfach gebe. Dann ist es automatisch, dass ich an Anbetung einfach komme. Weißt du, der Geist Gottes führt mich in die Anbetung hinein. Der Geist Gottes. Und der Jesus Christus wird verherrlicht, indem ich ein wohlgefälliges Leben in mein Leben einfach führe. Ein Leben in der Heiligung führe. Indem ich sage, ja, hier bin ich jetzt ein Christ geworden und ich lebe nicht mehr das, was ich vorher gelebt habe, sondern ich lebe das, was jetzt neu in meinem Leben geworden ist. Das, was der Herr in mir geschaffen hat, das, was der Herr mir gegeben hat, darin lebe ich jetzt, darin will ich verweilen und das will ich tun, will ich das. Nicht mehr das, wo ich vorher in die Diskothek gegangen bin, wo ich vorher in die Wirtschaft gegangen bin oder was ich sonst vorher getan habe in meinem alten Leben. Nein, heute gehe ich in die Gemeinde und ich bete an. Heute nehme ich mir das Wort Gottes und ich bete an. Heute nehme ich mir die Zeit und ich lobe meinem Herrn. Heute möchte ich in die Gemeinschaft Gottes wandeln und ich möchte geführt werden durch den Geist Gottes, möchte ich. Gott möchte angebetet werden. Und es ist die Zeit jetzt schon, dass die wahren Anbeter, ja, den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will solche Anbeter haben. Halleluja. Lass uns eine Stelle noch anschauen und dann werde ich langsam schließen. Weißt du, manchmal ist es auch so, dass Dinge in deinem Leben einfach sind und man beschäftigt sich so sehr mit dem Alltag, man beschäftigt sich so sehr mit das, was man gerade hat und die Dinge trüben die Sicht auf Gottes Herrlichkeit. Weißt du, die Dinge trüben mich, einfach in der Anbetung zu gehen. Manchmal ist es da, vielleicht hast du es in deinem Leben auch schon erlebt. Du hast so viele Dinge um die Ohren gerade und du kommst einfach nicht zur Ruhe. Weißt du, wir müssen wirklich anfangen und sehen, dass Gott die Ehre wirklich in allem gebührt. Weißt du, die letzte Zeit, wo ich so ja, dermaßen hektisch immer war jetzt in meinem Leben, da musste ich mich einfach hinsetzen
Und ich musste erkennen, halt mal, bis hierhin. Und ich musste in die Ruhe Gottes kommen, musste ich. Und weißt du, wenn ich in die Ruhe Gottes komme, da führt der Geist Gottes mich in Anbetung hinein. Führt er mich. Jesaja, ein Mann Gottes, wir kennen ihn alle, ha? Wurde berufen als Prophet. Und bevor er aber berufen worden ist, hat er etwas in seinem Leben erkannt. Und Jesaja 6, Vers 1 steht geschrieben, und Jesaja selbst sagt es, in dem Jahr, als der König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Jesaja sieht den Herrn sitzen auf dem Thron. Und er sagt, sein Saum füllte den Tempel. Glaubst du, dass die Herrlichkeit Gottes hier in diesem Raum ist? Glaubst du, dass der Herr gegenwärtig jetzt ist hier? Er sagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, dort bin ich mitten unter ihnen. Die Herrlichkeit Gottes ist hier gegenwärtig. Nicht, weil wir, wenn wir, manchmal sind Dinge da, wo man sagt, ja, ich verspüre es nicht, oder ja, heute war es vielleicht nicht. Nein, das Wort Gottes sagt, dass der Herr gegenwärtig ist. Und darauf diese Verheißung stelle ich mich. Und wenn ich mit Erwartung komme, dann verspüre ich auch die Gegenwart Gottes. Wenn ich mit Erwartung hier stehe, und weißt du, durch Lobpreis und Anbetung werden viele Dinge freigesetzt in deinem Leben. Und Jesaja sagt, ich sah den Herrn sitzen vor dem Thron und ich sah, dass sein Saum den ganzen Tempel füllte. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und kann das schon nennen. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Heilig, heilig, heilig ist der Gott. Er, der Himmel und Erde erschaffen hat, der dreimal heilige Gott. Und Jesaja sah diese Dinge. Weißt du, der Name Seraphim bedeutet, übersetzt aus dem Hebräischen heraus, es bedeutet brennen. Bedeutet es. Weißt du, der Herr möchte, dass dein Herz brennt von Anbetung. Er möchte nicht, dass das Herz nur einen glimmernden Doch hat, sondern es soll brennen, dass es aus dem Herzen die wahre Anbetung geboren wird. Und Jesaja seht hier, wie Gott angebetet werden und sie sagen alle, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufes und das Haus ward voll Rauch. Weißt du, Gott möchte deine Stimme hören. Er möchte deine Stimme hören. Weißt du, es ist wichtig, dass wir unsere Stimme erheben und Gott die Ehre geben und ihn anbeten. Weißt du, in die Urgemeinde damals, als sie beisammen waren, da heißt es, sie beteten zusammen und die Städte erbebte. Die Städte erbebte. Weißt du, Gott möchte deine Stimme hören. Er möchte, dass wir uns aufmachen und Gott loben und preisen und ihm die Anbetung geben, die ihm gebührt. Diese Städte soll beben. Diese Stätte soll von Anbetung beben. Mein Vater ist ein Betshaus, haben wir vorhin gehört. Ha? Und das wollen wir tun, dass wir im Gebet einfach vor Gott bringen. Ha? Lass uns kurz weitergehen. Und jetzt erkennt aber jetzt schon, denn er sieht, dass er angebetet wird und jetzt erkennt er was. Was sagt er? Oh, das kann ich auch. Ich bin ein gerechter, frommer Mann. Ich weiß ganz genau, dass ich ein Mann Gottes bin. Nein. Schon mal, Herr Juppenella. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Wehe mir, ich vergehe, Penelo Jesaja. Weißt du, was Jesaja hier erkannt hat? Er hat seinen Zustand von Gott erkannt. Er sagt, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Er erkannte den Zustand vor Gott, den er hatte. Und weißt du, das ist gut, das Wort Gottes zeigt uns die Dinge auf in unserem Leben. Manchmal ist es so, wie ich sagte, dass wir manchmal voller Betrübnis sind und das trübt uns die Sicht auf die Gottesherrlichkeit. Und weißt du, wir fangen nicht an, in Anbetung Gottes zu gehen. Es ist aber wichtig, dass wir vor den Thron Gottes kommen und ihn anbeten für das, was er ist. Es ist wichtig, liebes Herz, dass wir kommen. Weißt du, Gott ist vollkommen. Er ist rein und er ist ohne jegliche Sünde, ist er. Und weißt du, die Herrlichkeit Gottes und die Heiligkeit Gottes reinigt uns von unserer Sünde, sodass wir den neuen Blick auf die Anbetung bekommen können. Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Ihm gebührt alle Ehre. Wir sind alle zu seiner Ehre geschaffen worden. Er hat uns zuvor zubereitet, ha, Lesam vorhin in Jesaja 43. Er hat uns zubereitet und er hat uns gemacht, hat er uns. Und das durfte Jesaja auch erkennen. Und Juppenella dann. Ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen.
Denn ich habe den König, den Herrn Zebot, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld vor dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Der Herr allein vergibt Sünden. Der Herr allein ist es, der uns reinigt. Und wir dürfen die Vergebung unserer Sünden erfahren, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen. Wir dürfen die Vergebung unserer Sünden erfahren, wenn wir kommen und Buße tun. Weißt du, lass dich nicht trüben von dieser Sünde in dieser Welt, sondern behalte die Anbetung in deinem Herzen, dort, wo sie herausgeboren soll, aus deinem wahren Herzen. Wir wollen Gott anbeten, wollen wir. Wollen wir das tun? Wollen wir Gott anbeten? Ja, einzige bloß. Wollen wir Gott anbeten? Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen. Ich merke, es ist warm. Ich weiß es. Und ich werde auch jetzt zum Schluss kommen, werde ich auch jetzt. Aber weißt du, es ist wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Auch wenn es warm ist. Trotz all dem ist das Wort Gottes wichtig. Es ist wichtig für unser Leben, dass wir hören und ein Täter des Wortes sind. Dass wir das umsetzen, was der Geist Gottes der Gemeinde einfach sagt. Und weißt du, ich bitte dich jetzt einfach. Ich werde jetzt für das Wort Gottes einfach beten und lasst uns doch eine Zeit jetzt haben, in dem wir Gott wirklich groß machen. Indem wir Gott anbeten. Und weißt du, erhebe deine Stimme doch einfach. Gott möchte deine Stimme hören. Er möchte deine Stimme. Manchmal sagst du auch, ja, man, wenn wir hier vorne stehen, der hier vorne gerade predigt, ob es mein Litu ist oder ich oder wie auch immer, wenn die beten, reicht's aus. Gott möchte die Anbetung von dir persönlich haben. Er möchte, dass du deine Stimme erhebst, dass du deinen Mund öffnest und anfängst, Gott anzubeten. Lass uns das doch einfach tun. Herr, ich danke dir, Herr, für dein Wort, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du, Herr, ja, dass du uns zu deiner Ehre geschaffen hast, Herr Jesus Christus. Und ich bitte dich einfach, Herr, für das, was wir jetzt gehört haben, Herr, dass die Anbetung völlig neu geboren wird in jedem Herzen, Herr Jesus Christus, Herr. Herr, ich bitte dich einfach, Herr, dass du das gesprochene Wort in jedem Herz verankerst, Herr Jesus Christus, Herr. Herr, und ich danke dir, Herr, dass wir kommen dürfen zu dir hin, Herr Jesus Christus, Herr. Herr, und dir die wahre Anbetung einfach bringen, Herr. Herr, wir loben dich, Herr, und wir preisen dich, Herr. Herr, und ich danke dir, Herr, du dreimal heiliger Gott, Herr. Herr, dass wir dein Wort vernehmen dürfen, Herr Jesus Christus, Herr. Herr, und dass wir dir in der Ehranbetung, Herr, dich verehren, Herr Jesus Christus, Herr. Im Geiste, Herr Jesus Christus, wollen wir uns beugen vor dir, Herr, und wollen dir alle Ehre geben, Herr. Denn du bist es wert, Herr. Du hast alles vollbracht, Herr Jesus Christus, Herr. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht, Herr. Und du hast dein Leben hergegeben, dein Leib gebrochen und dein Blut für uns vergossen, Herr Jesus Christus, Herr. Auf das wir Leben haben dürfen, Herr. Und ich danke dir dafür und rühme deinen heiligen Namen, Herr. Herr, gelobt sollst du sein, Herr, in den Namen Jesus Christus, Herr. Halleluja. Komm, erheb doch mal einfach deine Stimme. Fang doch einfach mal an, Herr, deinen Herrn einfach groß zu machen. Fang an, deinen Herrn anzubeten. Lass uns ihn doch mit einer Stimme jetzt einfach mal in die Anbetung einfach gehen und ihm die Ehre einfach geben. Vielleicht kann die Lobpreisgruppe nach vorne. Halleluja. Halleluja. Meine lieben Brüder, führe mir doch einige Gebete noch. Bitte das an. Halleluja, bitte das an. Ich bitte dich, Herr, schenke Freiheit. Oh, Halleluja, Jesus, ich danke dir. Herr, löse du, Herr, ein Mund, der verstopft ist, Herr. Herr, löse diesen Mund, Herr, dass es fließen kann, Jesus, Herr. Dass dein Wort, Herr, geredet werden kann, Herr. Herr, dass du angebetet werden kannst, Jesus, Herr. Schenke Freiheit. Oh, Halleluja, Jesus, Herr. Herr, geh du, Herr, zu jedem einzelnen Herzen, Jesus, Herr. Zeige du ihnen, Herr, wie du nach ihnen rufst, Herr. Wie du dich nach ihnen sehnst, Herr. Herr, dass die Schöpfung dich anbetet. Oh, ich danke dir, Herr. Jesus, Herr, wir wollen dich anbeten. Du ein mächtiger Gott, Jesus, Herr. Der groß ist, der mächtig ist. Der, Herr, der das Leben in seiner Hand hat, Herr. Ich bitte dich, Herr, helfe einen jeden, Herr, dich anzubeten, Jesus, Herr. Lerne uns zu beten, Herr. Ja, Herr. Zeige uns, Herr, einfach deine Großheit, Herr. Deine Stärke, deine Kraft, Herr.
Herr, einfach deine Liebe, Jesus, Herr. Herr, ich bitte dich, Herr. Jede Schwester, jeder Bruder, Jesus, Herr, lerne ihn zu beten, Herr. Erfülle du ihr Herz, Herr, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Liebe, Herr, mit deiner Gegenwart, Jesus, Herr. Herr, ich bitte dich, Herr, mach aus ihnen wahre Anbetung. Dies ist die Zeit. Herr, wir wollen weiterhin, Herr, wahre Anbeter sein. Herr, wir wollen weiterhin, Herr, in deiner Gegenwart sein. Herr, wir wollen anfangen, Herr, dich kennenzulernen, Herr, mit dir zu reden, mit dir zu kommunizieren, Herr, einfach von dir zu empfangen, Herr. Herr, uns, Herr, unser Herz auszuschütteln, dir alles zu bringen, Herr.
Ist was? Ja, doch, ich weiß. Amen. Amen. Wer hat die Predigt verstanden? Ich habe sie verstanden. Wer noch von euch? Das war klar und deutlich, oder? Hast du dich da drin gefunden? In das Wort Gottes? So wie es gepredigt worden ist? Weißt du, ich kann das nur sagen, ich selber als junger Christ war es bei mir so, dass ich manchmal nicht beten konnte. Und ich wusste nicht und dachte vielleicht, dass ich mir die Worte hinlegen muss. Aber das musst du nicht. Der Geist Gottes in dir, der weiß, was du reden sollst. In dem Moment, du deinen Mund aufmachst, um den Herrn anzubeten, dann fließt es. Dann kommen die Worte raus, die musst du dir nicht zurecht tun. Gott alleine kann das. Er weiß, was in deinem Herzen ist. Er weiß, was da rauskommt. Er weiß genau, was los ist. Siehst du dich wirklich, wie da die Bibel sagt, bist du ein wahrer Anbeter, der im Geist und in der Wahrheit betet? Siehst du dich selber so? Ich sage nichts dazu. Deine Gedanken kannst du für dich behalten. Aber wenn es nicht so ist, dann liebe Schwester, lieber Bruder, fange an, ein wahrer Anbeter zu sein, eine wahre Anbeterin zu sein. Fange an, eine Säule der Gemeinde zu sein. Fange an, wahrhaftig Christus zu folgen. Weil er sucht dich als wahrer Anbeter. In Jesu Namen. Es ist ziemlich vorangeschritten. Wir sind ja auch jetzt heute nicht so viel. Und wir wollen ja zu dem Tisch des Herrn noch kommen. Ich denke, jetzt hast du gebetet. Und du weißt auch, wie wichtig das ist, wenn du zu dem Tisch des Herrn kommst, dass du gereinigt bist mit das Blut des Lammes. Ja? Und wenn es nicht so ist, dann lass doch bitte das Mahl heute an dir dran vorübergehen. Du musst nicht immer teilhaben. Deswegen lesen wir ja auch die Einsetzungsworte vor. Wenn es mal nicht so ist und du nicht so bist, wir kennen ja das alles. Wir haben ja über das eine oder andere schon oft gesprochen. Deswegen, ich denke auch, ich muss jetzt nicht alles vorlesen, das, was wir auch mittlerweile schon kennen. Die, die groß getauft sind, die Wassertaufe empfangen haben, die dürfen zum Tisch des Herrn, weil das Wort Gottes sagt, ein jeder prüfe sich selbst. Ja? Dann gehen wir jetzt in Anbetung. Falls du jetzt die Zeit in deiner Anbetung noch nicht gehabt hast, um dich zu reinigen, dann nimm das Blut Jesu in Anspruch und fange jetzt an und sag, Herr, reinige mich an Geist, an Seele, an Leib. Und danach kannst du auch gereinigt zum Tisch des Herrn kommen. Gewinnermenge Anbetung noch, habt ihr das? Also ihr habt heute schon sehr viel geleistet, das muss ich wirklich sagen. Das war nicht eingeplant und nicht geübt, aber es war sehr gut. Musik.
auch finden. So steht es in dein Wort. Verlass dich auf den Herrn. Er wird dich nicht enttäuschen. Er hört dein Gebet. Du bist nicht Ich denke, ich lese doch noch mal
ein bisschen was vor. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, da er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr das Brot isst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Halleluja. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leib und Blut des Herrn schuldig sein. Amen. Also, Babytaufe zählt nicht. Die Wassertaufe, die biblische Taufe, die zählt. In Jesu Namen. Jimeno, betest du für das Brot? Herr, ich danke dir, Herr, dass du, Herr, für uns ausgerufen hast, es ist vollbracht, Herr. Herr, und ich will dich bitten, Herr. Herr, ich will dir einfach, Herr, bitten, dass du es an jeden segnest, Jesus Christus, Herr. Herr, und dass wir hier als eine Einheit, Herr, als deine Gemeinde hier teilhaben dürfen, Jesus, haben. Und dass du uns gerecht gemacht hast, Herr, an deinem Leib, Herr, an deinem Blut teilzuhaben dürfen, Jesus Christus, Herr. Herr, so hab Dank, Herr, für deine große Tat am Kreuz auf Golgatha. In Jesu Namen. Danke, Jesus, Herr. Herr, danke, Herr, für dein kostbares Blut, Herr. Herr, was du für uns am Kreuz von Golgatha, Herr, hingegeben hast, Jesus, Herr. Herr, dass du es als Lösegeld für uns, Herr, bezahlt hast, Herr. Herr, hab Dank, Herr, für jeden einzelnen Blutstropfen, Jesus, Herr. Hab Dank, Herr, Herr, dass du uns immer noch liebst, Herr. Herr, und dass die Liebe, Herr, zu uns, Herr, dich ans Kreuz gehalten haben, Herr. Hab Dank, allmächtiger Gott, Herr, für deine Bezahlung, für deine Treue und Güte. In Jesu Namen. Amen.
Dieses Brot, das symbolisiert den Leib Christi. Der Leib, der für euch geschlagen worden ist. Der Leib, der sich für euch dahingegeben hat. Und dieses tun wir zu Gedächtnis Jesu. Jetzt nehmen wir den Leib des Herrn, ha? Dieser Wein symbolisiert das Blut des Herrn. Das Blut des Herrn, wie er für uns am Kreuz von Golgatha bezahlt hat. Mit seinem kostbaren Blut. Deswegen gedenken wir an den Herrn und werden gemeinsam das Blut Jesu zu uns nehmen. Er sagt im Johannesevangelium: Wer nicht mein Leib isst und mein Blut trinkt, der kann kein Leben in sich haben, kann keinen Anteil an mir haben. Deswegen
Wir nehmen es und gedenken daran, was Christus für uns Großes getan hat. In Jesu Namen, Herr. Amen. Amen. Mich bewegt es immer wieder, was Christus für uns ans Kreuz getan hat. Und viele Menschen denken, dass sie viele Dinge noch opfern können für irgendwelche Teile. Aber wisst ihr was? Christus war das letzte Opfer am Kreuz. Es ist kein Opfer mehr notwendig. Christus ist das letzte Opfer. Christus hat bezahlt. Alle anderen Dinge sind aus Traditionen oder aus irgendwelchen Herkünften, wie die Menschen das aufgenommen haben. Du musst nicht mehr opfern. Christus hat für dich geopfert. Christus hat alles mit ans Kreuz genommen. Der Herr liebt dich. Und deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Da ist er, sag ich mal, für uns gestorben, dass wir leben können. In Jesu Namen. Gedenke immer daran, was der Herr dir Großes getan hat. Amen. Kann man noch was, Benel? Na komm, Schwester. Ich werde wieder genötigt. Nein. Immer wenn ich herkomme, komme ich ja nur vor, weil Jesus mich keine Ruhe lässt, der Geist Gottes. Und ich habe leider nicht alles und das wunderbare Wort mitgehört, weil ich wegen meinem Enkelchen rausgegangen bin. Aber der Heilige Geist zeigt so, warum wir heute zusammengekommen sind, weil viele sind ja am Schwitzen, wir alle, und plagen und machen und tun und die Gemeinde. Und Jesus, ich weiß nicht die Worte, der Herr ist traurig und der Herr sehnt sich einfach nach uns. Und deswegen sind wir hier. Und wir sind ja nicht in einem Bahnhof, sage ich mal, wo man rein und raus läuft. Und es ist manchmal dieser Eindruck, als wenn nicht diese Ehrfurcht da ist, es wird gar nicht verstanden, was wir hier tun. Und in der Ganauer Abendmahl, warum wir das nehmen? Warum wir das nehmen? Wir sind ja jetzt nicht irgendeine Sekte und machen hier was aus, weiß ich nicht. Das ist eine große Sache, eine kostbare. Und der Herr ist einfach traurig und der Herr hat Gnade. Und genau wie das Lied, was Gisele vorhin gesungen hat, er geht uns hinterher. Die Kinder, gibt es immer wieder Kinder, die sind ungehorsam, wo sie von die Hand der Mutter reißen. Das, ne? Und so sind auch manche Menschen in Glauben. Die laufen, die können mit Gott nie in die Tiefe gehen, weil sie immer wieder die Hand wegreißen und laufen weg. Und das macht diese Traurigkeit. Bei mir ist so, der Herr lässt mich immer diese Traurigkeit, ich spüre immer diese Traurigkeit, diese Trauer, ne? Den Beoropenpralmann, wie der Herr sich ausstreckt und wir sollen nicht weglaufen vor ihm und wir sollen einfach uns in seine Arme trauen. Und wenn wir nicht perfekt sind, das sind wir nicht, dann sollen wir trotzdem zu ihm kommen. Und er gibt uns das. Und das wollte ich einfach sagen, dass wir nicht vergeblich hier vorbeikommen und sitzen im Schwimmbad oder so. Das ist viel kostbarer, was wir hier machen. Glaubt mir das. Es ist wirklich eine kostbare Zeit. Und der Herr will wirklich ganz viele noch zurüsten. Es kommt nämlich eine ganz andere Zeit. Und das wollte ich nur sagen. Amen. Schwester. Wollt ihr noch ein langsames oder Wasser habt? Also ihr habt schon sehr viel gehabt. Majestät.
erhebe deinen Herrn. Ja, hab einfach Dank, Vater, Herr Jesus. Ich will dich einfach preisen, ich will dich einfach loben, Herr Vater Jesus. Und dir die Ehre geben, Vater, und dir die gebührt, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Vater, dass du hier bist, Vater, in unserer Mitte, Herr Jesus. Dass du einfach wirkst unter uns, Vater, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Vater, dass du durch die Reihen gegangen bist, Vater Jesus, dass du meine Geschwister berührt hast, Herr Vater Jesus. Ich bitte dich, Herr, einfach, Vater, wenn wir jetzt diesen Gottesdienst verlassen, Herr Vater Jesus, dass du einfach weiterhin mit uns bist, Vater, für die kommende Woche, Herr Jesus, dass du meine Geschwister segnest, Vater, an Seele, Leib und Geist, Herr Vater Jesus, dass du ihnen gibst, Vater, was sie benötigen, Vater Jesus. Ich bitte dich einfach, Geist Gottes, Vater, führe du uns in aller Gegenwart, in deiner Wahrheit, Herr Jesus, dass wir einfach nicht in trübe Gewässer einfach wandeln, Vater Jesus, einfach mit dir weitergehen, Jesus, Herr. Ich bitte dich einfach, Herr Geist Gottes, sei du einfach gegenwärtig in unser Leben, Vater Jesus. Segne du unsere Häuser, Vater. Segne du die Kinder, Vater, unsere Kinder, Herr Jesus, die in die Schule gehen, Vater Jesus. Segne die, die auf Geschäft gehen, Vater, oder auf Arbeit gehen, Vater Jesus. Und segne du die Frauen, Herr Vater, die zu Hause sind, Vater. Denn wir wollen dich einfach zusammen beten, anloben, Vater Jesus, und dir die Ehre geben, Vater Jesus. Hab einfach Dank, Herr, du allmächtiger Gott, Herr Jesus. In Jesu Namen. Amen.